Guten Tag, meine Freunde. Ich wollte euch heute nochmal mitteilen, wie wieder das Thema Konzerte. Auf dem letzten Video von mir, was ich vorgestern gepostet habe, da gab es einige Reaktionen von Bands. Und natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, meldet euch bei KKR Booking an und wir machen dann, wir setzen uns zusammen hin mit Sven und Robert und denken uns was aus, wie das am besten stattfinden könnte. Was anderes macht gar keinen Sinn mehr. Einfach so auf die Schnelle jetzt mal ein Konzert planen und fragen, wo die Location einen freien Slot hat, das ist nicht sehr klug. Und wir müssen alles Mögliche versuchen auszugrenzen, das habe ich ja schon anders erzählt, so gut es geht halt, damit für alle ein voller Erfolg wird, für die Location, dass sie ein paar Euro haben, dass ein paar Leute kommen für euch. Ihr wollt ja auch lieber vor 100 Leuten spielen als vor 20 oder so, ne? Genau, und da müssen wir dran arbeiten. An einem Abend mit 300 No-Name-Bands. Das ist halt super schwer halt, ne? Aber das habe ich in anderen Videos schon gesagt. Ich wollte nur euch mitteilen, dass da schon einige Reaktionen gab und ja, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin. Für all die anderen Bands, schreibt mich an. Ist das gleiche KKR-Booking halt, ne? Dass ich das bisschen abgegrenzt habe vom Label und Booking, dass das alles ein bisschen extra läuft, weil sonst verwässert das alles. Und das will ich nicht, da ich keinen Bock drauf. Und ich muss natürlich noch dazu sagen, dieses Booking-Kram, was ich mache, ne? Dass es immer noch eine freiwillige Sache ist, weil das Hauptthema ist immer noch das Label, ne? Aber trotzdem mache ich es auch gern, weil es mein Interesse ist. Weiter möchte ich sagen, die Normaltickets sind gekommen für den 2.12. im Bärchen 50 und die Vorbestellungen gehen schon noch raus. Und natürlich, was fehlt noch bei diesem Event? Eine Facebook-Veranstaltung, die ist ja zwingend erforderlich heutzutage. Es geht ja ich möchte ja Menschen erreichen, ne? Und die kommen ja nicht auf die Idee, einfach mal auf die Seite zu gucken. Und naja, egal, mache ich halt noch die Tage. Eine Facebook-Veranstaltung, das Normal und die Emils am 2.12. im B58 spielen. Für all die anderen, die das Video jetzt sehen und Bock auf eine alte Punkband haben, geht in meinen Shop, sichert euch das Ticket. Die Tickets sind schon da, die verschicke ich dann halt gleich, ne? Und ja, so geht das alles Stück für Stück weiter halt, ne? Dass wir zusammen gute Konzerte machen. Und hoffentlich, dass halt viele Leute kommen halt. Und weil das ja Sinn der Sache, weil keiner Bock auf ein Konzert von 20 Leuten sind oder so. Kennen wir, haben wir alle schon zu oft durch, ey. Das machen, ziehen alle lange Gesichter da von der Location, die Bands und dann wird immer wieder diskutiert, hast du denn genug Werbung gemacht, hast du denn das gemacht, hast du denn das gemacht und ja, ich kenne das alles, deswegen lieber im Vorfeld sich einen Kopf machen, schreibt mich alle an, KKR Booking und das Video wird gleich wieder zu Ende sein, 3 Minuten sind erreicht und beim nächsten Video gibt es ein anderes Thema, ich denke mal, das habe ich jetzt durch erstmal, ne? Wenn nur Fragen sind, schreibt in den Kommentaren, beteiligt euch ein bisschen mehr, ne? Ihr kennt das Ganze, folgt mir überall hin, ne? Bis dann.